Es trifft natürlich hier zwei Punkte, über die wir heute hier sprechen, Digitalisierung und auch in diesem Forum jetzt ja, Bildungsarbeit, insbesondere für Flüchtlinge. Wir haben bei NTV, muss man ja sagen, wirklich mit unseren kleineren Möglichkeiten versucht, einen Beitrag zu leisten dazu und sind auf die Idee gekommen, diese arabischen Videos zunächst und später ein Programm im Fernsehen anzubieten und waren, Stichwort Digitalisierung, dann sehr überrascht, als quasi über Nacht oder innerhalb von wenigen Tagen wir Millionen Aufrufe davon damit generiert haben, insbesondere in der arabischen Welt. Und ja, ich gucke da natürlich ganz staunend und auch ein bisschen neidisch und bewundernd auf das Netzwerk, was andere haben, was wir natürlich gar nicht haben als kleinerer, privater Nachrichtensender. Und ja, bin beeindruckt von den Netzwerken im In- und Ausland, die natürlich eine ganz andere Kapazität und auch Möglichkeiten haben, Bildungsarbeit für Flüchtlinge zu leisten. Darüber, was geleistet wird im In-, aber auch im Ausland, welche Rolle Digitalisierung dabei spielt und welche ja, Erwartungen vielleicht die Menschen auch zunehmend an Deutschland haben. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit den beiden Rednern, die wir gerade schon hier sehen durften. Einmal der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, dann die Präsidentin des DVV, Annegret Kramp-Karrenbauer und der Vorsitzende des DVV, Dr. Ernst-Dieter Rossmann, die ich jetzt gerne nach oben bitten möchte. Herzlich willkommen nochmal. Während wir uns noch ein bisschen sortieren, schon mal der Hinweis an dieser Stelle auch an Sie, dass Sie, während wir reden, Fragen stellen können über die App-Funktion, die ich hier oben dann sehe. Und ich werde versuchen, obwohl wir eine etwas begrenzte zeitliche Dimension jetzt hier haben, ein paar der Fragen auch aufzunehmen und dann direkt weiterzugeben an unsere Teilnehmer und Diskutanten. Herr Bundesminister, Sie haben das gerade so anklingen lassen. Ich würde das gerne vertiefen, weil ich das spannend finde. Klassischerweise sind ja für... Ich rede jetzt aus der arabischen Flüchtlingsperspektive, weil ich auch den meisten Bezug gerade dazu habe, sind die klassischen Bezugsländer für Bildung eher Frankreich und Großbritannien wegen der Kolonialvergangenheit, wegen der sprachlichen Nähe. Erleben Sie, dass sich das ändert, dass an Deutschland gerade in Sachen Bildung auch vermehrt Erwartungen herangetragen werden? Also wir sind nicht in Konkurrenz, aber in diesen Ländern muss ich sagen, die Länder, die unter französischer oder britischer Kolonialherrschaft standen, da ist es nicht unbedingt so, dass die mit großer Freude sich an diese Länder, die freuen sich, wenn ein Deutscher kommt und sagt, wir machen euch ein Angebot. Keine Frage. Aber ich möchte es allen Ernstes nochmal unterstreichen, unterschätzen Sie nicht Deutschland in der Welt als Kulturland. Wir sind nicht nur bekannt als Fußballweltmeister, sondern Goethe, unsere Dichter, die Musik, nun ist es kein Entwicklungsland, aber wenn Sie, ich reise mit der Kanzlerin am Sonntag nach China, Mozart, unsere klassischen Literaten, also es ist großartig, was Deutschland für einen Kulturruf hat und darauf sollten wir schon anknüpfen. Ja. Wir haben eben schon anklingen lassen, das Netzwerk, was insbesondere auch im Ausland über den DVV, DVV international geknüpft wird, Herr Dr. Rossmann. Viele, ich schließe auch meine Journalistenkollegen, ein bisschen mich auch mit ein, haben da gar nicht so sehr auf dem Schirm, was da alles passiert. Können Sie das ein bisschen vielleicht umreißen, wie dieses Netzwerk mit Leben gefüllt aussieht? Dieses Netzwerk wird so mit Leben gefüllt, dass die Kompetenzen, die einerseits in Deutschland, auch europäisch hinterlegt da sind, in diese Länder mit hineingebracht werden, aber in diesen Ländern ja nicht nur Experten aus Deutschland, sondern Experten aus den Ländern selber vor allen Dingen die Arbeit mit tun und dieses nicht nur als Experten, sondern auch als dort vernetzte Organisationseinheiten. Und dort sind wir in der Tat von DVV International eine Teilorganisation, die in der Verantwortung des Deutschen Volkshilfeverbandes besteht, seit langem dabei, solche Initiativen ganz praktisch mit zu unterstützen in verschiedensten Dimensionen, von der beruflichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung, von all dem, was man unter Nachhaltigkeit auch in der Art, wie gewirtschaftet wird, verstehen kann, von dem im Aufbau von Gleichberechtigung, weil der Minister ja mit Recht insbesondere auch die Emanzipation der Frauen als etwas, was nicht nur für die Frauen, sondern für die Gesellschaft, für die Wohlfahrt insgesamt extrem bedeutend ist, ansprechen. Aber es gehört auch historische Arbeit, Friedensarbeit in einem weiteren Sinne mit dazu. Und in diesem Spektrum sind wir sozialstrukturell auf den verschiedensten Ebenen engagiert. Engagiert in einzelnen Projekten, engagiert in Institutionen und deren Festigung und Aufbau und letztlich auch in der Regierungsberatung, in der Beratung von Zuständigkeiten, damit dort eigene Entwicklung möglich wird.
Stichwort Netzwerke im In- und Ausland. Frau Kramp-Karrenbauer, da wird ja sehr viel überlegt, ob es jetzt wie gesagt bei uns ist oder eben vor Ort, um Bleibeperspektiven zu ermöglichen. Wie erreicht man die Leute eigentlich? Wie schaffen wir es, Bildung zu vermitteln? Nun ist dieses wunderbare Netzwerk vorhanden. Haben Sie das Gefühl, es wird von Seiten der Politik optimal genutzt? Also es wird stärker genutzt jetzt, weil wir in einer Zeit leben, in der natürlich auch für jeden jetzt sichtbar und spürbar wird, dass sich so die klassische Teilung von Politik im Inneren und Politik im Äußeren komplett aufhebt. Das eine hat sofort Rückwirkungen auf das andere, auch das sicherlich unterstützt durch die digitale Entwicklung. Und deswegen ist das, was wir als DVV International zum Beispiel an Bildungsperspektiven gemeinsam mit anderen Partnern vor Ort erbringen können, auch ein Stück Bleibeperspektive und natürlich ein Beitrag zu einer Politik, die Menschen zuerst einmal eine Perspektive gibt, damit sie sich erst gar nicht auf die Flucht machen müssen. Und auf der anderen Seite ist das, was wir hier an Bildungsarbeit etwa mit Flüchtlingen auch leisten, auch Vermittlungen von Kenntnissen, von Fähigkeiten, die, egal ob die Menschen dann bei uns bleiben oder nicht, aber wieder auch mit zurückgenommen werden kann. Auch das ist im Grunde genommen dann ein Stück Entwicklungspolitik hier bei uns vor Ort. Und für beides liefert der DVV eigentlich die passenden Instrumente und die passenden Netzwerke. Entschuldigen Sie, dass ich da gleich einhake. Ihr könnt auch gerne klatschen natürlich. Ich gucke nämlich auf die Fragen, die gestellt werden, da passt das nämlich hervorragend zu. Die am meisten gewotete oder gestellte Frage ist, können wir uns in Deutschland nicht Bildung für alle Flüchtlinge leisten, ungeachtet ihrer Bleibeperspektive, weil es eben Investitionen auch für die Herkunftsländer bedeutet. Also scheint ein Thema zu sein, was hier viele auch umtreibt. Eine Diskussion, die wir auch im Kreis der Ministerpräsidenten führen und eine Sichtweise, die ich mir sehr wünschen würde, der DVV hat ja dankenswerterweise eine idealtypische Bildungskette für, ich sag mal, Migranten, egal aus welchem Hintergrund sie kommen, entwickelt. Und wir haben in der Tat aus meiner Sicht im Moment natürlich die Situation noch, weil wir unterschiedliche Angebote haben, unterschiedliche Kostenträger. Das steckt ja immer auch ein Stück dahinter, dass da sehr genau unterschieden wird. Aber wenn wir uns zu einer Sichtweise wirklich durchringen könnten, die das sagt, ob wir jetzt einem Flüchtling sozusagen Bildungsangebote machen vor Ort in seiner Heimat, damit er dort bleiben kann. Oder dass wir ihn hier auch ohne Bleibeperspektive entsprechend bilden. Auch das ist Entwicklungspolitik. Ich will es mal konkret machen. Jeder Analphabet, der hierher zu uns kommt, der hier lesen und schreiben lernt, der vielleicht einen Beruf lernt und eine, ich sag mal, auch ganz eigene Perspektive auf das, was uns im Westen hier ausmacht, und damit zurückgeht in sein Land, ist das beste Geld, das wir einsetzen können. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass sich viele der Kolleginnen und Kollegen dieser Sichtweise des DVV anschließen. Ein wenig daran anknüpfend und auch an das, was Sie eben in der Rede schon gesagt haben, würde ich gerne wissen, Rolle der Frau, ein ganz wesentlicher Beitrag, auch den man durch Bildungsvermittlung leisten kann. Nun gibt es, glaube ich, nach wie vor, oder was heißt glaube ich, kann ich aus meiner Erfahrung im Nahen Osten auch sagen, nach wie vor in manchen Ländern, auch nicht überall, überkommene Rollenstrukturen, die sehr schwer aufzubrechen sind. In manchen Ländern leichter, in manchen Ländern weniger leicht. Haben Sie das Gefühl, Sie stoßen da manchmal, gerade zum Beispiel in Ägypten, nicht auf die offensten Ohren, wenn Sie auch mit diesem Ansatz daherkommen, eine Kooperation unterzeichnen, aber natürlich auch mit einem, mit dem Wunsch, bestimmte Rollenbilder aufzubrechen? Ja, selbstverständlich. Wir sollten uns die Welt nicht schöner malen, wie sie ist. Ich versuche das ja auch sehr diplomatisch und ausgewogen darzustellen, genau. Aber es man muss die, die Realitäten natürlich sehen. So ist es, sehen. Genau. Und Malala steht ja wie ein Symbol dafür, für die Ausgrenzung von Mädchen in bestimmten Kreisen, in bestimmten Ländern, in bestimmten Religionen. Ich sage aber in bestimmten Religionen, schauen Sie, und in bestimmten Kreisen. Man sollte da nie verallgemeinern. Ich war vor einigen Monaten in Nigeria zu Besuch und dann stand auf dem Programm Besuch in einer muslimischen Mädchenschule. Und dann dachte ich mir, da treffe ich jetzt alles tief verschleierte, zurückgezogene und sehr konservative Mädchen. Das war ein begeisterndes Erlebnis für mich, diese Offenheit
diese Wissens- und Bildungshungrigkeit. Und die hatten zwei Wünsche an mich. Erstens, auch wieder der Wunsch, Computer, können Sie uns einen Computerzugang schaffen? Und der Computer, das Internet ist natürlich der Zugang zur Welt und zur Offenheit. Und damit kommen Sie heute in jedes Dorf. Ich war im Südsudan vor auch ein paar Monaten im Flüchtlingscamp, eines der schwierigsten der Welt, was ich gesehen habe, habe daneben übernachtet in einem einfachen Wirtshaus und da lief am Abend Bayern München gegen Hertha BSC. Ja, es war, und da müssen Sie sich vorstellen, dazwischen kam dann die Werbung, dazwischen kam unser Angebot an Leben im Südsudan, im tiefsten, sage ich mal, weit weg von jeglicher Zivilisationsstruktur. Und damit sehen Sie Weltoffenheit. Das verändert natürlich auch Frauen, Mädchen zurückzulassen, auszugrenzen. Denn das ist einfach der direkte Zugang. Und so verändert sich die Welt komplett. Und damit ich höre raus, die Message nicht zu sehr mit der Brechstange, sondern alleine dadurch, dass man die Programme vermittelt, dass man präsent ist, entwickelt sich das. Und ich will zum Schluss noch sagen, Frauen verändern die Welt. Ich baue. nachdem Sie so gut aufgelegt sind. Ich meine, wir sehen das ja an Frau Gramm-Karrenbauer, Frau Süssmuth und Frau Merkel. Sie verändern Deutschland. Und es gibt den ein oder anderen Mann, der das etwas verhindern möchte. Aber, ja. Möchten Sie aber, dazu was sagen, Frau Karrenbauer? Ja, wollen wir es nicht vertiefen. Aber ich wollte Ihnen allen Ernstes, wir haben wissenschaftliche Untersuchungen in Afrika, deshalb sage ich das. Die Kanzlerin hat im Übrigen eine Initiative Empowerment of Women, die ich letztes Jahr als einziger Mann mal präsentieren durfte, präsidieren, weil sie nicht konnte. Und die stellvertretende Frau oder Mann im Kanzleramt, Peter Altmaier, auch nicht konnte. Und dann war die Suche nach dem bestgeeigneten Mann im Kabinett. Ja. Das ehrt Sie sehr. Aber jetzt muss ich Ihnen erzählen, diese 50 Frauen aus der ganzen Welt, da wurde eine Untersuchung, eine seriöse Untersuchung in Afrika. Wir müssen bildungsmäßig daran anknüpfen, weil wir ja auch immer ganz stark auf Mädchen und Frauen Teilhabe. Aber wir müssen natürlich genauso gut an Jungen und Männer Teilhabe und Ausbildung. Wir haben Untersuchungen, wenn Sie einem afrikanischen Mann, wenn der 100 Dollar verdient, dann bringt er davon 10 Dollar nach Hause. Wenn eine afrikanische Frau 100 Dollar verdient, dann bringt sie 90 Dollar nach Hause. Jetzt ist die Frage, was macht der Mann mit den 80 Dollar? Ja, also die Frauen investieren in ihre Kinder, in ihre Familien und in die Bildung, in die Ausbildung, in die Verantwortung. Und viele afrikanische Männer haben eben andere Prioritäten. Wobei ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, auch meine Frau ist sparsamer als ich. Also auch das ist, glaube ich, kein afrikanisches Phänomen, wenn wir sie an der Stelle einstreuen. Aber ja, aber nicht, dass Sie das klischeemäßig mitnehmen, aber dennoch, wissen Sie, das sind schon ernste Ansätze dahinter, weil wenn ich Ihnen sage, was ich jetzt noch zwischendrin mache, dann kommt es genau auf den Punkt. Wir haben Hunderte von Millionen von Alkoholikern. Ja,
Wir haben, ich bin anschließend bei der Drogenbeauftragten des Deutschen Bundestages. Wir haben 290 Millionen Drogenabhängige. Das sind riesige Herausforderungen. Alkoholismus, Drogen und Männer sind hier ganz stark betroffen. Und deshalb, das ist auch eine Bildungsfrage. Das ist auch eine Frage der Aufklärung, wo wir ansetzen müssen. Allen Ernstes. Ich glaube, trotz aller schmunzelnden und lachenden Einwürfe sind uns dessen auch bewusst. Ich würde gerne, Dr. Rossmann, schon auch noch mal darauf eingehen, die Ursachen von Flucht, beziehungsweise auch wie sie sich bei uns darstellen, also anhand der unterschiedlichen Nationalitäten, Herkünfte, Alter, das ist ja unglaublich divers. Wie richten Sie sich auf diese Vielfalt ein in Ihren Netzwerken und in Ihrem Bildungsalltag? Das ist ja auch eine ganz neue Herausforderung im Vergleich zu vorher. Weil es gerade diese Voraussetzungen geben muss, dass man nicht nur alles über einen Leisten schert, sondern aus dem jeweiligen historischen, kulturellen, nationalen, wirtschaftlichen Zusammenhang versteht, ist ja so wichtig die doppelte Partnerschaft, die wir haben, dass die Expertise aus Deutschland sich verbündet mit der Expertise in den Ländern, in denen diese Entwicklungszusammenarbeit mit unterstützt wird. Und das ist auch die Grundlage überhaupt, weshalb DVV international so erfolgreich diese Arbeit machen kann. Und ich will, weil das eben beim Minister mit Anklang und er es ja sehr humorig, menschlich vermittelnd nahegebracht hat, sagen, ich darf den kleinen Werbeblock so einschieben, dass DVV international unter den verschiedenen Organisationen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit in Praxis umsetzen, den besonderen Vorteil hat, eben auch aus der Bildungsarbeit herauszukommen. Wir sind ein Bildungsträger und es fließt auch zurück in die Arbeit, in die Erwachsenenbildung in Deutschland selbst. Und das ist natürlich ein Fund, was dann auch wieder wirksam werden kann in dem Aufbau von guten Bildungsstrukturen in anderen Ländern. Diese doppelte Kompetenz, die macht sehr viel dort aus. Und wenn wir das ausdehnen könnten, dass wir noch mehr begreifen, noch mehr mit lernen, noch mehr auch interkulturell verstehen, dann würden wir das ja mit umsetzen, helfen, was auch Ihr Ideal ist, ein Verstehen in der Welt, ohne es alles unter Machtgesichtspunkten oder Dominanzgesichtspunkten zu sehen. Und dieses müssen wir wohl in der Moderne lernen, dass wir in einer Welt leben, aber Verschiedenes verstehen lernen müssen. Das ist Volkshochschul-Impetus. Frau Kramp-Karrenbauer, jetzt ist ja auch Digitalisierung ein Schlagwort hier und ich habe es eingangs gesagt, wir haben durch Zufall, muss ich zugeben, ja unsere Erfahrung damit gemacht, also wie man durchs Netz auf einmal Millionen Menschen als Nischensender in Deutschland in ganz anderen Regionen der Welt erreichen kann. Digitalisierung geht unglaublich schnell, es ist unglaublich jung. Wie gehen Sie mit dem Thema um, wie gehen Sie da heran, insbesondere unter dem Aspekt jetzt Flüchtlings- oder Angebote für Migranten und Flüchtlinge? Ja, wir nehmen das als eine Entwicklung, die da ist, die wir gestalten wollen. So haben wir das heute Morgen gesagt und das ist ja auch der Grund, weshalb wir den Volkshochschultag in diesem Jahr genau unter dieses Thema gesetzt haben. Das ist zuerst einmal die Herausforderung an uns selbst, sozusagen im Verband. Wie stellen wir auch digitale Medien zur Verfügung? Wie nutzen wir sie mit? Wir haben das kann man bei den Lernwelten auch sehen, etwa im Bereich der digitalen Angebote auch für Flüchtlinge, sei es Ich will Deutsch lernen, sei es zum Beispiel die App, die es dazu gibt und die sehr gut aufgegriffen wird. Wir nutzen die digitalen Medien, Herr Dr. Müller hat ja darauf hingewiesen, aber natürlich auch in der Arbeit vor Ort, in den Herkunftsländern. Und natürlich sehen wir auch, dass sich Informationen, aber auch Bilder, auch Vorurteile, positiv oder negativ, natürlich durch die digitalen Medien auch versenden. Und das heißt auch für uns in unserer Arbeit als Verband, das Tempo wird ein anderes. Es wird schneller, wir müssen schneller reagieren, wir selbst müssen flexibler sein und das ist eine Riesenherausforderung auch für uns in unserem Verband und in all unseren Teilen. Wir haben ja einen etwas begrenzten Zeitrahmen. Ich möchte deswegen die Gelegenheit hier noch nutzen, eine der Fragen einzustreuen, die offenbar sehr häufig gestellt wird oder unter den Nägeln brennt. Sie lautet, warum ist die Finanzierung der Bildungsaufgaben Schule, Hochschule grundsätzlich so viel besser als die der Weiterbildung? Ich glaube, das hat etwas... Das frage ich jetzt so weiter. Ich glaube, das hat etwas mit der Sichtweise, einer überkommenen Sichtweise von Bildung zu tun.
Ich habe das selbst auch in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn ja etwa im Bereich Schule und Vorschule erlebt. Wir hatten ja über Jahre und Jahrzehnte den ganz starken Fokus auf das Thema Schule. Das war klassische Bildung. Vorschule war Betreuung. Und dann haben wir erst relativ spät, später als andere Länder begonnen zu sagen, auch Vorschule, frühkindliche Erziehung ist Bildung. So, dann haben wir jetzt den Fokus natürlich auch nochmal auf das Thema Studien und Berufsbildung. Und dann hört es in Deutschland leider auch in vielen Köpfen auf. Und das, was Dr. Müller gesagt hat, dass nämlich wir bewusst machen müssen, in einer Zeit, in der sich Wissen in einer unglaublich schnellen Art und Weise auch erneuert, vervielfältigt, ist das, was wir vermitteln müssen, eigentlich die Kompetenz, damit umzugehen. Und das Bewusstsein, dass wir sozusagen immer am Ball bleiben müssen. Und deswegen müssen wir dafür kämpfen. Die Kollegen der Volkshochschule Aachen haben ganz plastisch, ich darf mal den Werbeblock einschieben, eine tolle Bildungskette sozusagen auch zum Tragen entwickelt. Und da wird wirklich deutlich, der Großteil des Lebens spielt sich nach der Berufsausbildung und nach dem Studium ab. Und da können wir nicht sagen, das ist sozusagen das Sahnehäubchen, wenn wir etwas Zeit, Lust und Geld haben, sondern wir müssen hier die Prioritäten verändern. Das ist ein dickes Brett, an dem bohren wir und an dem werden wir auch mit aller Kraft weiterbohren. Sie haben zaghaft zu verstehen gegeben, Sie haben da auch noch einen Beitrag, genau. In der Entwicklungszusammenarbeit kommt ja sicherlich auch der Gedanke zum Tragen, dass die rentierlichste Investition in Bildung dort ansetzt, wo es besonders lange noch wirksam werden kann. Und das ist dann von der Kindertagesstätte über die Schule bis in die Berufsbildung und vielleicht noch die Hochschulbildung. Aber wir müssen den einen Punkt dazu nehmen und ich will nochmal anknüpfen bei Ihnen, Dr. Müller. Wenn es denn jetzt geht, zum Beispiel Frauen, dann reden wir bei den Frauen nicht von den Kindern, sondern wir reden von den Frauen. Anzusetzen, die dann ausstrahlen auf ihre Familie, die ein Vorbild dafür sind, sich auch im Erwachsenenalter zu emanzipieren, dann ist das im besten Sinne Erwachsenenbildung. Und wir werben stark dafür, es nicht nur unter dem Renditegesichtspunkt in einer klassischen Bildungsökonomie zu sehen, sondern auch von dem, wo werden Werte gesetzt, wo wird neues Leben, anderes Rollenverhalten vorgelebt, wo entsteht ein Bildungsvorbild. Und deshalb ist auch die Erwachsenenbildung auch in der Arbeit von DVV International so tragend, so wichtig. Es ist nicht das Fundament für alles, aber es ist ein Katalysator. Und dafür werben wir mit Ihnen zusammen und auch den internationalen Partnerschaften, die wir dort aufbauen wollen. Herr Dr. Müller, vielleicht zum Ende hin, weil ich weiß, nach hinten raus ist relativ wenig Flexibilität leider, weil wir so viel noch zu besprechen hätten. Aber ich weiß ja zum Beispiel, dass auf Bundesebene an verschiedenen Stellen, also bei verschiedenen Ministerien, daran gearbeitet wird, Bildungsnetzwerke aufzubauen. Also als Journalist saß ich schon bei verschiedenen Pressekonferenzen, wo zum Beispiel das Auswärtige Amt angekündigt hat, für Nordafrika jetzt eine Bildungsoffensive zu starten, Netzwerke zu bauen, um junge Menschen mit Bildung, also das alles, was im Grunde da ist. Haben Sie das Gefühl, man arbeitet manchmal ein bisschen doppelt und aneinander vorbei? Ja, wir stimmen das gut ab. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, es ist auch nicht die Aufgabe, den Fokus auf Herausbildung von Netzwerken zu legen. Wenn 700 Millionen Afrikaner ihr Handy haben und internetfähig sind, bilden sich die Netzwerke von selber. Aber ich will Ihnen sagen, was ganz zentral wichtig ist, was tun wir rein in die Köpfe? Was sind die Inhalte? Welche Werte werden vermittelt? Da kommen wir jetzt zur Kehrseite dessen. Wir erleben das ja in Deutschland. Was haben unsere Kinder oder Sie? Was sind die Inhalte? Mit was bespielen wir unsere Köpfe? Wir lösen mit dieser digitalen Revolution auch eine Kulturrevolution weltweit aus. Und nun sehen wir mit großer Sorge Google, Facebook, viele sind begeistert, wir sind aber besorgt, wenn 3, wenn 5 Mogule in der Welt darüber entscheiden, was Milliarden Menschen hier in den Kopf gespült bekommen. Es sind enorme Machtpotenziale. Und ich will das jetzt nicht ausweiten, natürlich auch mit dem Thema Profile zu erstellen, Datenprofile, Bewegungsprofile und nicht nur in Deutschland, weltweit.
Und dann diese Menschen zu bespielen mit Inhalten. Das fängt an bei der Frage des Konsums. Ich nenne ein Beispiel. Vor kurzem hatte ich einen afrikanischen Agrarminister da. Dann sagt er zu mir, das größte auf uns zukommende Problem im Gesundheitsbereich ist Diabetes. Dann sage ich, wie haben wir das erklärt? Weil über diese mediale Revolution unsere Leute jetzt das Baby als erstes Coca-Cola und hätte ich gesagt McDonald's als Begriffe lernt. Die gesamten Konsum-, Lebens-, Essensmuster werden von großen Konzernen weltweit bespielt und ein Stück weit natürlich dominiert. Das ist nur eine Gefahr. Wir wollen und wir müssen ein Stück weit da natürlich dagegen halten. Das ist ganz schwierig bei weltweiten Konzernen. So haben wir, ich will Ihnen ein positives Beispiel sagen, die Medienagentur der Deutschen Welle, die wir fördern. Wir bieten Journalistinnen und Journalisten aus, die weltweit dann rausgehen nach Nigeria, nach Algerien und so weiter und so fort und dort Lokalradios, lokale Stationen, Internetradios mit Inhalten, mit Werten bespielen, den Menschen nicht die Werte und ihr Grundraster, Kulturen, die über Hunderte, Tausende von Jahren den Menschen einen Halt, einen Rhythmus, einen Grundwertemuster gegeben haben, was ihnen weggerissen wird heute. Ihnen wieder Halt zu geben, klare Linien, Werte und Inhalte, verantwortbare Inhalte. Das ist also eine riesige Herausforderung, wie verändert sich die Welt und wer hat das Sagen über das, was wir den Menschen in die Köpfe spülen. Darüber müssen wir nachdenken, da müssen wir dagegen halten. Durch eine Wertevermittlung, die auch ein Weltethos schafft und die auf Grundwerten, die uns alle verbinden, aufbauen. Ich kann dem auch als Journalist nur zustimmen. Also nun bin ich teilweise auch entsetzt, was sich da alles im Netz tummelt und was für Plattformen man da bietet. Ganz herzlichen Dank, Frau Kramp-Karrenbauer, Dr. Rossmann, Dr. Möller für das Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und fürs Fragen stellen natürlich. Danke sehr. Ja, ich komme mit runter, glaube ich. Danke. Ja. Generation.